Vergelt's Gott, lieber Herr Professor, für diese exakten, also präzisen Aussagen und auch Ratschläge. Vergelt's Gott, dass ihr alle hier wieder erschienen seid. Es ist sehr, sehr wichtig, die Unterstützung, den Rückhalt zu haben. Wir haben drei sehr fleißige Landtagsabgeordnete, wir haben sehr fleißige Gemeinderäte, fleißige Jugend, Frauenvertreterinnen, Vertreter, die brauchen die Unterstützung, die brauchen Ratschläge, wenn etwas irgendwo in die falsche Richtung geht, meldet es, denn sie müssen wissen, wie der Hase läuft in Südtirol. Man kann nicht immer selbst überall sein und deswegen braucht man die Leute, die einem das eine und andere zutragen und auch, wenn es notwendig ist, korrigieren helfen. Denn es kann ja auch sein, dass man manchmal etwas zu subjektiv sieht und dass man dann auch eine andere Meinung hört. Ich will nicht sehr viel sagen. Mich beschäftigt natürlich vor allen Dingen die Situation in Katalonien. Das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen eine sehr, sehr heikle Angelegenheit sein, wenn jetzt Neuwahlen ausgeschrieben werden. Ich bin überzeugt, die Katalanen lassen sich nicht unterkriegen. Es wird vielleicht jetzt etwas länger dauern, aber auf lange Sicht kann man ein Volk nicht in eine Verfassung einsperren, die eine andere Mehrheit getroffen hat. Und man kann auch ein Volk nicht in einem Staat einsperren, zu dem es nicht gehören will. Und so wie unser wohl größter Freund neben Professor Ermacora, der große Völkerrechtler Guy Hero aus Okzitanien, dem Süden Frankreichs, immer geschrieben und gesagt hat, das Ungleichgewicht, die große Ungerechtigkeit besteht darin, dass das Volk A, in diesem Fall die Spanier oder in unserem Fall die Italiener, nicht nur über sich selbst bestimmen, was ja in Ordnung ist, sondern dass sie über andere Völker gleich mitbestimmen, wie die zu fühlen haben, was die zu tun haben und was die zu wählen haben. Und das ist das Ungleichgewicht und das ist die Ungerechtigkeit. Und das ist in einer echten Demokratie nicht haltbar auf lange Sicht. Im Falle Südtirol ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch dieses Ziel doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und danke für all jenen, die das auch in kluger Voraussicht immer stark vertreten haben und vorangetragen haben. Das erweist sich jetzt besonders wichtig als eine Art Absicherung, als eine Art Möglichkeit, wenn auch aufgrund der vielen zerstörerischen politischen Aktionen der Südtiroler Volkspartei hinsichtlich Selbstbestimmung, denn die erwarten es ja nicht, immer gleich zu sagen, auf jede Äußerung, Sezession ist nicht möglich, ist gegen die Verfassung. Also einen Hammer noch drauf, das ist ungeheuerlich und da müssen wir uns alle wehren und umso wichtiger ist, dass wir auch diese zweite Schiene, doppelte Staatsbürgerschaft, fahren, damit wir unsere Politiker in Österreich in ihre Pflicht nehmen, damit wir aber auch bei uns halten. Was wir bisher getan haben, ist die Identität halten, das Tirolertum halten. Wir haben jetzt gehalten. Es wird das Fenster kommen. Und ich bin überzeugt, wenn es die Südtiroler Freiheit nicht gibt oder nicht gegeben hätte, auch in den letzten Jahren, dann würden wir auf ein solches Fenster nicht vorbereitet sein. Wir müssen darauf vorbereitet bleiben, denn in der Politik kann es unglaublich schnell Veränderungen geben. Und darauf muss man gefasst sein,
Darauf muss man sich vorbereiten. Vergelt's Gott euch allen, haltet der Südtiroler Freiheit weiterhin die Treue, unterstützt sie. Wir haben ein wichtiges Jahr vor uns, denn leider, so haben die Schotten und andere gesagt, wenn ihr etwas politisch erreichen wollt, dann müsst ihr Wahlen gewinnen. Deswegen, wir müssen auch bei den Landtagswahlen sehr stark werden, um ein gewichtiges Wort mitreden zu können. Danke.